Servus und herzlich willkommen zur ersten Softwaretechnik-Vorlesung. Was sind heute unsere Themen? Erstmal werden wir uns angucken, was ist überhaupt Software? Natürlich sehe ich euch jetzt schon, klar wissen wir, was Software ist. Ja? Also wenn man Informatik oder was informatiknahes studiert, hat man natürlich davon eine Vorstellung. Ich möchte eigentlich, dass wir da alle ein gemeinsames Bild davon entwickeln. Was ist Software? Was macht Software aus? Und wir werden anfangen mit Gemeinsamkeiten, die verschiedene Softwaresysteme haben. Und wir werden uns auch angucken, worin unterscheidet sich Software, weil davon hängt nämlich später auch ab, wie man diese Software entwickeln kann. Im zweiten Teil der Vorlesung werden wir uns angucken, wie relevant ist Software für uns. Und auch da bin ich mir sicher, hat jeder schon eine gewisse Vorstellung davon. Und ich möchte euch eher da auf eine Reise mitnehmen, wo ich euch so ein bisschen zeige, wie weit verbreitet ist Software? Welchen Impact kann man mit Software haben? Und wie entscheidend ist eigentlich Software für uns? Das heißt, wie doll können wir dadurch zum Beispiel produktiver werden, indem wir Software einsetzen? Aber vielleicht bremst uns Software eben auch ein Stück weit aus durch eben Softwarefehler oder Softwarepannen. Und das ist dann wiederum die Motivation für den letzten Teil, nämlich ich möchte euch einen groben Überblick geben. Was ist Softwaretechnik eigentlich oder Englisch Software Engineering? Wofür nutzen wir das? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von der Informatik? Also wie hängen Software Engineering und Computer Science zusammen? Allerdings auch so ein kleiner Überblick. Es gibt Systems Engineering, das ist relativ ähnlich. Und wie bettet sich da Software Engineering ein? Und so ein bisschen, was da auch rauskommen sollte, ist, es gibt nicht die eine Technik, wie wir Software entwickeln, und deswegen schlägt es auch wieder den Bogen, wenn wir uns am Anfang im ersten Teil jetzt gleich angucken, was gibt es eigentlich für Arten von Software. Steigen wir da ein. Was ist Software? Und natürlich ist mir klar, dass jeder irgendwie da eine Vorstellung hat, was Software ist. Allerdings gibt sicherlich immer noch Sachen, die ein paar Eigenschaften von Software, die vielleicht noch nicht so bewusst waren oder die man eher so implizit wahrgenommen hat. Und damit wollen wir einsteigen. Dieser kleine Comic soll so ein bisschen verdeutlichen, das ist ein XKCD-Comic und wenn ihr auf den Link klickt, dann könnt ihr auch sehen, wo der so herkommt. Und dann gibt es auch noch mehr Beschreibungen dazu. Was uns dieser Comic verdeutlicht, ist, dass es einfach immer mehr Sachen, immer mehr Dinge in unserem Leben gibt, die nach und nach von speziellen Geräten, die wir irgendwie nutzen, dass man nachher nur noch, dass man diese Funktionalität in Software überträgt, dann habe ich einfach nur noch eine App auf meinem Smartphone und die kann das übernehmen. Und das ist natürlich ein bisschen aufs Korn genommen in der Grafik, weil ja, es gab sowas wie, okay, telefonieren war eine der ursprünglichen Funktionen von einem Telefon, Webbrowser, Kamera kam dann relativ schnell dazu. Natürlich ist es fraglich, inwiefern wir irgendwie unsere Zähne putzen werden mit unserem Smartphone. Allerdings gibt es auch da erste Apps, die irgendwie das Zähneputzen unterstützen und dann zusammenarbeiten mit einer Zahnbürste. Ja, aber es ist im Moment zumindest noch so, dass wir viele der unteren Anwendungen im Moment noch nicht so machen können. Eins, wo wir, was auf jeden Fall schon möglich ist, ist zum Beispiel einen Autoschlüssel zu ersetzen. So, das heißt, und das hat irgendwie alles, also damit wir unser Telefon dafür nutzen können, hat es was mit Software zu tun. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen angucken, was hat Software eigentlich für Eigenschaften. Also erstmal ist Software insofern abstrakt, es ist nichts, was wir anfassen können, es hat keine physischen Eigenschaften und damit sind wir auch nicht den physischen Gesetzen unterworfen. Ja, wohingegen, wenn ich eine Hardware herstelle, dann hat die ein gewisses Gewicht, die hat ein gewisses Volumen und dann hat man
Wenn man eben sagt, ich möchte ein Smartphone herstellen, dann hat man eben gewisse Constraints, dass man sagt, das müssen Leute eine Weile in der Hand halten können. Das heißt, es darf nicht schwerer als sein. Und eine lange Zeit hat man vielleicht auch gedacht, es darf nicht größer als sein. Aber inzwischen gibt es viele Entwicklungen, die zeigen, dass Smartphones auch immer größer werden. Zurück zur Software. Software ist immateriell. Das heißt, es ist schwer greifbar und das sind Informatiker, was visualisieren wollen über ihre Software, dann müssen wir immer sehr kreativ werden. Ja, weil man kann nicht einfach irgendwas aus der realen Welt zeigen und wenn dann nur indirekt. Ja, und so ähnlich habe ich das eben auch versucht mit dem Smartphone. Es ist schwer zu messen. Ja, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, Software ist so und so schwer, so und so groß. Wir müssen uns da immer überlegen, wie können wir sowas messen, wie können wir sowas messbar machen. Software altert. Das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich habe irgendwann mal ein Spiel programmiert und habe das versucht wieder zu benutzen. Und da muss man schon ein bisschen Aufwand betreiben, damit das auf einem heutigen Windows auch noch läuft. Das heißt, wir haben schon den Punkt, dass Software sich jetzt zwar nicht verändert, die Software zersetzt sich nicht über die Zeit. Allerdings ist es schon so, dass Software vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten hat zu anderer Software, ein Umfeld braucht, auf dem sie läuft. Und da kommen wir auch gleich zu ein paar passenden Begriffen dazu, woran man merkt, dass Software alt wird. Ja, und wenn man über alternde Software redet, dann muss man eigentlich über Software in Banken reden. Da gibt es COBOL-Programme, die einfach seit 30 Jahren, seit 40 Jahren laufen und da will keiner ran, die irgendwie zu modernisieren, weil das sozusagen sehr, sehr große Auswirkungen haben kann, wenn man sowas ersetzt. Wir werden zu Wartung und Ähnlichem noch später in einer eigenen Vorlesung kommen. Es gibt keine Ersatzteile, also dadurch, dass eben in der Software jetzt nicht irgendwie was kaputt gehen kann durch mechanische Einwirkung oder durch zu lange Benutzung, gibt es eben auch keine Ersatzteile. Das bedeutet umgekehrt, wenn was kaputt ist in der Software, dann ist es ein Konstruktionsfehler. Und da wechselt sich so ein bisschen auch das Bild dazu. Oder aber es passt nicht mehr zur Umgebung. Ja, das war eben das Problem auch mit dem Altern von Software, was ich eben schon genannt hatte. Fluch und Segen zugleich ist, dass Software einfacher zu adaptieren ist als Hardware. Zumindest ist das die langläufige Meinung und das ist auch die große Stärke von Software, ja, man hat wesentlich längere Zyklen, um eine neue CPU zu entwickeln, als einen neuen Algorithmus, der in der Software quasi ein bisschen anders funktioniert. Und ich meine, das sehen wir natürlich auch mit ständigen Software-Updates, wie einfach das eigentlich funktioniert. Over-the-air-Updates sind in aller Munde, in verschiedenen Bereichen. Ja, die Kaffeemaschine, der Toaster, der Kühlschrank. Der Rasenmäherroboter, die kriegen einfach alle irgendwie Updates und dann verhalten sie sich anders. Wenn wir die Hardware ändern wollen, dann heißt es immer, Leute müssen eben wirklich was austauschen oder das Gerät ersetzen. Das heißt allerdings, und deswegen Fluch und Segen zugleich, dass wir mit häufigen Änderungen rechnen müssen. Ja, das heißt, Software muss so sein, dass wir sie auch häufig und leicht ändern können. Und das ist eine große Herausforderung und damit werden wir uns immer wieder im Rahmen der Vorlesung beschäftigen. Gut, damit mal Software, das waren jetzt viele Eigenschaften von Software, aber was bedeutet Software eigentlich? Software steht für ein oder mehrere Computerprogramme und alle assoziierten Dokumentationen, Bibliotheken, unterstützenden oder ähnlichen oder zugehörigen Webseiten, irgendwelchen Konfigurationswissen, Konfigurationsdaten, die notwendig sind, damit diese Programme sinnvoll werden, damit sie nutzbar werden. Das heißt, im Wesentlichen können wir sagen, es gibt Programme oder mehrere Programme und das wird dann zur Software, wenn wir eben alles drumherum mit meinen, was man für diese Programme noch braucht. Ne? Nutzerdokumentation oder auch Entwicklerdokumentation oder ähnliches. Und der Begriff Programm ist hier so ein bisschen auch überladen und deswegen vielleicht dazu auch noch ein Hinweis, der ist hier natürlich im etwas weiteren Sinne gemeint. Programm meint nicht nur das, was aus dem Compiler rausfällt. Ja, ich schreibe selber irgendwie so an Source Code, dann drücke ich auf Kompilieren, dann fällt ein Programm raus und das fährt hier Programm.
ist natürlich Teil der Software, aber genauso ist es der Source Code und genauso könnte es auch sein, dass wir gar nicht programmiert haben und Source Code geschrieben haben, sondern dass wir Softwaremodelle entwickelt haben, ja, in der modellbasierten Softwareentwicklung zum Beispiel. Und all das gehört eben mit zur Software. Jetzt kann man, gibt es noch einen Begriff, und zwar Softwareprodukt, und der ist, oder auch Professional Software, und das wollen wir uns auch angucken. Ein Softwareprodukt ist eine Software, die an den Kunden verkauft werden kann. Ja, das heißt, das, was wir hier unten sehen, hier ist so ein Regal aus einem Laden, sowas sieht man natürlich heute irgendwie schon gar nicht mehr, wo man früher irgendwo in den Shop gegangen ist, die Shops, die gerade alle kaputt gehen, und sich Software gekauft hat, die mit nach Hause getragen hat, die CD eingelegt hat, die DVD, die Disketten und dann die Software installiert hat. Das Ganze ist natürlich, läuft heute digital ab, aber trotzdem reden wir immer noch von einem Softwareprodukt, nämlich einer Software, die vermarktet wird, die für Kunden entwickelt wird und dann verkauft wird. Es gibt professionelle Software und das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was ihr zum Beispiel schon vorher irgendwie entwickelt habt, auch vielleicht im Rahmen von Lehrveranstaltungen, im Rahmen von irgendwie kleineren Hobbyprojekten, nämlich Professional Software oder professionelle Software ist dafür gedacht, von jemand anders genutzt zu werden als derjenige, der sie entwickelt hat. Ja, und typischerweise führt es dazu, dass Software eben so komplex ist, dass es eben nicht der eine Entwickler machen kann, sondern dass wir typischerweise ein ganzes Team brauchen. Und natürlich ist es auch heute nicht mehr denkbar, dass man sagt, man verkauft irgendwie eine Software. Und weil der Entwickler gerade im Urlaub ist, kann man irgendwie die Sicherheitslücke nicht beheben. Ja, also selbst wenn wir eine kleinere Software haben, wird man immer daran interessiert sein, dass es irgendwie ein Team gibt, welches gemeinsam diese Software weiterentwickeln kann, warten kann, Sicherheitslücken beheben kann und ähnliches. Jetzt gibt es so zwei grundsätzliche Arten von Softwaresystemen. Manche unterscheiden auch drei. Kommen wir erstmal zu den zweien. Und zwar das eine ist Anwendungssoftware. Was ist Anwendungssoftware oder Englisch Application Software? Kurz auch nur Anwendung oder Application. Das ist Software, die für gemacht ist für Endanwender. Und die Endanwender setzen diese Software für einen speziellen Grund ein. Das kann zum Beispiel ein Webbrowser sein, wo ich sage, der spezielle Anwendungsfall ist, ich möchte mir eine Webseite angucken. So, dann ist es eben für einen Endanwender, für einen Mensch gedacht, der sich jetzt vor diesen Webbrowser setzt, mit dem Webbrowser interagieren kann, eine Webseite, einen Link eintragen kann, auf Enter drücken kann und dann sieht er die Webseite. Das kann aber auch ein Media Player sein, das heißt, ich habe auf meinem Rechner ein Video und ich möchte das Video abspielen und dann brauche ich dafür einen Media Player, mit dem ich interagieren kann und dem ich sagen kann, oh, jetzt Pause, da kommt gerade ein Anruf. Oder ähnliches. Dann gibt es aber auch vielleicht E-Mail- oder Chatprogramme. Es gibt Text- und Fotoeditoren oder auch Spiele zählt man eben mit zu solcher Anwendungssoftware. Und der typische Fall ist, ist es ein Endanwender, ist es nicht nur zwingend ein Informatiker, der dieses Programm nutzt, sondern es sind eben, ist eben die breite Masse von Menschen, die als Nutzer in Frage kommt. Auf der anderen Seite gibt es Systemsoftware und Systemsoftware ist im Wesentlichen Software, die keine Anwendungssoftware ist. Und jetzt ist die Frage, warum macht man das dann, wenn das nicht für den Anwender ist? Naja, diese Software ist typischerweise eine Plattform für andere Software. Und das ist extra so geschrieben hier. Also das, die Definition habe ich mir ausgedacht, deswegen steht da keine Quelle dran. Dass diese Software natürlich Plattform sein kann für eine Anwendungssoftware, aber auch für eine weitere Systemsoftware. Was ist jetzt Systemsoftware? Naja, eins ist, was Systemsoftware oder so ein typisches Beispiel ist, sind Betriebssysteme. Bei dem Betriebssystem ist die grundlegende Aufgabe, dass man Anwendungssoftware laufen lassen kann. Ja, dass der Anwender, der Nutzer, auf dem System die Software installieren kann, die er braucht, um dann um mit dem Rechner dann zu arbeiten. Und da gibt es natürlich noch andere Beispiele. Ein anderes Beispiel wäre eine Game Engine.
Eine Game Engine ist nichts, wo ein Endanwender irgendwie mit zu tun hat, außer dass er vielleicht nachher einen Vorteil davon hat, weil eine bestimmte Game Engine irgendwie schneller ist als eine andere, sondern es ist eher ein Hilfsmittel für den Entwickler, für den, der ein Spiel programmiert, oder für das Team, was ein Spiel programmiert, eben so eine Game Engine zu nutzen im Hintergrund und bildet damit eben auch eine Plattform. Ein anderes Beispiel sind GUI-Frameworks, also grafische Nutzeroberflächen, werden heute eigentlich quasi gar nicht mehr von Hand geschrieben, sondern man nimmt ein bestehendes GUI-Framework und man baut mit diesem bestehenden Framework dann eigene Anwendungen und muss noch sagen, ich brauche einen Button, ich brauche hier ein Textfeld und ähnliches und nimm ein spezielles magisches Layout, was die einfach schon schön anordnet. Das ist nicht immer so einfach zu unterscheiden zwischen Anwendungs- und Systemsoftware. Da gibt es Beispiele wie so ein Webbrowser, wo man sich fragen kann, ist der Webbrowser jetzt die Anwendungssoftware, mit der ich irgendwie arbeite? Oder ist ein Webbrowser nicht vielmehr wieder sowas wie ein Betriebssystem, nämlich was mir ermöglicht, mit Webanwendungen zu arbeiten? Da gibt es auch Urteile dazu vor Gerichten, die sowas entscheiden. Nämlich hat Microsoft sich irgendwann hingestellt und hat gesagt, unseren Internet Explorer, den kann man nicht deinstallieren, der gehört zum Betriebssystem. Und dann haben Gerichte das gekippt und haben entschieden, der Internet Explorer muss deinstallierbar sein, das ist Anwendungssoftware, der muss auch ersetzbar sein durch einen anderen Browser und Microsoft hat damit seine Marktmacht sozusagen missbraucht. Ähnliche Entwicklungen sehen wir allerdings nicht nur bei Microsoft, das sehen wir auch ganz viel beim Android-Betriebssystem, dass da irgendwelche Apps vorinstalliert sind. Und auch da kommen wir im zweiten Block nochmal ein bisschen drauf. Anderes Beispiel sind Chat-Clients. Chat-Clients wurden, ja, ich sag mal so, vor 15 oder 20 Jahren eher noch so ein bisschen milde belächelt und das ist halt was, ja gut, da schreiben halt so ein paar Geeks hin und her. Chat-Clients sind heute auf einem Stand, wo man sagt, okay, also E-Mail-Kommunikation funktioniert offensichtlich nicht so gut und wir brauchen sozusagen andere Medien, die vielleicht auch besser durchsuchbar sind, wo alle die gleiche Ansicht haben, wo man auch schneller hin und her schreiben kann. Und deswegen sind Chat-Clients inzwischen auch viel verbreitet in Industrieunternehmen für verschiedene Belange. Und da ist es auch so, dass diese Chat-Clients inzwischen immer mächtiger werden und immer mehr Features von dem Betriebssystem eigentlich übernehmen und damit schwer zu klassifizieren sind. Das heißt, der Punkt ist nicht, dass man alles jetzt eindeutig zuordnen kann, aber dass man so ein grobes Gefühl dafür hat, geht es jetzt eher um Anwendungssoftware oder geht es eher um Systemsoftware? Die dritte Kategorie, die ich vorhin schon angedeutet habe, die allerdings für uns jetzt hier in der Vorlesung nicht so eine große Rolle spielen wird, ist ja in irgendeiner Form Viren, Trojaner, irgendwelche Schadsoftware, die man typischerweise weder als Anwendungs- noch als Systemsoftware sieht. Aber da die für uns jetzt nicht so eine Rolle spielt, werden wir da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gut, wir wollen uns Anwendungssoftware nochmal ein bisschen genauer angucken, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ich habe eben schon öfter irgendwie von so einem Computer geredet, den man da stehen hat, auf der man irgendwie Software ausführt. Und der Begriff Desktop Application oder eben verkürzt Desktop App ist dafür verbreitet für Programme, die eben auf, früher waren es Standrechner, das heißt, man hat sich einen Rechner und einen Bildschirm separat hingestellt und das war tatsächlich für viele, viele Jahrzehnte so der Standardfall, wie ein Computer aussah. Dann irgendwann Laptops, wo alles deutlich kompakter wurde. Allerdings jeweils sprechen wir noch von Desktop-Anwendungen. Hier mal ein Meilenstein dazu und da gibt es hier auch so ein Screenshot. Das habe ich selber so noch nicht miterlebt, weil da war ich noch zu jung, als Windows 1 auf den Markt gekommen ist. Windows ist sozusagen eins der weit verbreitetsten Betriebssysteme und eins der Meilensteine für eben so Desktop-Anwendungen war natürlich damit auch Windows. 1985 hier mal als Zeitpunkt. Natürlich kann man das nicht alles so festmachen. Es gab auch davor schon andere Betriebssysteme und andere Desktop-Anwendungen. Aber mit Windows kam so ein Schwung, dass plötzlich Desktop-Anwendungen geschrieben wurden für die Masse, dass PCs irgendwie weiter verbreitet waren. Natürlich hat das da nicht Halt gemacht und was der nächste große Schritt, den wir dann
gesehen haben, waren Anwendungen, die über Webbrowser funktioniert haben. Das heißt Web-Applications oder kurz Web-App. Und hier ist also einer der Meilensteine, aber da gibt es natürlich mehr, dass so Mitte der 90er Jahre immer mehr Sachen digital wurden, die es vorher nur in der analogen Welt gab. Also ein Beispiel ist hier so ein Flohmarkt, der hier irgendwo stattgefunden hat mit Unmengen von Menschen, wäre jetzt zur heutigen Zeit mit Corona-Bedingungen gar nicht denkbar. Bereits 1995 hat sich jemand Gedanken gemacht, wie kann man das digitalisieren, wie kann man das, und natürlich gab es den Begriff damals Digitalisierung noch nicht, aber es war eine Offensive dahin, zu sagen, wir gründen eBay. eBay war am Anfang eine kleine Webseite und die hat jemand einfach für sich betrieben und es hat sich rasend schnell verbreitet, weil man festgestellt hat, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, das Prinzip Flohmarkt sozusagen ins Web zu heben. Und auch die Web-Applications wurden ein Stück weit abgewählt, sozusagen eine neue Technologie, nämlich mobile Applikationen. Was meinen wir mit mobile Applikationen? Naja, das sind im Wesentlichen Anwendungssoftware, die auf mobilen Geräten laufen. Was sehen wir zu mobilen Geräten? Das ist eben sowas wie ein Smartphone, ein Tablet, allerdings auch eine Smartwatch oder ähnliches. Das heißt, und da ist so eine der Meilensteine, das iPhone, was in 2007 in der ersten Version rausgekommen ist, aber war damals natürlich auch nicht das erste. Also davor gab es auch schon von Windows zum Beispiel mobile Geräte, mobile Smartphones. Heute wird es häufig abgekürzt. Man redet nicht von Mobile Application oder Mobile App, sondern oft nur noch von App. Und auch das ist alles Anwendungssoftware und jetzt hat Microsoft dann irgendwann entschieden, auch noch seine Desktop-Apps auch noch nur App zu nennen. Und jetzt sind alle völlig durcheinander, weil jetzt weiß man eigentlich gar nicht mehr, was mit App gemeint ist. Hier deswegen die Festlegung, im engeren Sinne meint App eben eine mobile Anwendung, im weitesten Sinne dann eben auch noch jegliche Anwendungssoftware. Gut, damit haben wir aber jetzt geklärt, was sozusagen die ganzen verschiedenen Begriffe, die tagtäglich so um uns fliegen, wie die eigentlich zusammenhängen. Jetzt wollen wir uns zum Schluss noch ein paar Eigenschaften von Software angucken. Ja, und auf ein paar bin ich jetzt schon eingegangen und ein paar so nebenbei und hier sollen die nochmal explizit werden. Das heißt, eine Eigenschaft von Software ist, handelt es sich um System oder um Anwendungssoftware? Dann kann man sich fragen, ist das eine generische Lösung, eine generische Softwarelösung oder ist es eine Software, die wirklich für diesen speziellen Fall geschrieben wurde? Also ein Beispiel ist es, wir haben in Deutschland ein relativ föderales System, nicht nur was die Bundesländer, sondern auch was die Kommunen angeht. Und da ist es zum Beispiel so, dass jede freiwillige Feuerwehr setzt irgendwie Software ein und jede Feuerwehr hat irgendwie so eigene Anforderungen und eigene Regularien. Und was da passiert ist, es wird eine Software für die Feuerwehr in Auftrag gegeben und das ist eine, die zugeschnitten ist für diese eine Feuerwehr. Und das Gegenteil sehen wir bei solchen Apps wie WhatsApp, wie Facebook oder ähnlichem, wo wir generische Anwendungen haben, die für alle gleich ausgeliefert werden, die für alle quasi gleich funktionieren. Ein weiteres Kriterium ist, ob wir es mit proprietärer oder Open Source Software zu tun haben. Es gibt immer mehr Bestrebungen dahin und immer mehr Entwicklungen, dass Software Quell oder der Source Code offengelegt wird und nicht nur öffentlich verfügbar ist, sondern dass auch dazu klar ist, unter welchen Bedingungen darf man diesen Quelltext selber anpassen, selber wieder verändern, in einem anderen Kontext irgendwie nutzen oder weitervertreiben. Proprietäre Software dahingehend ist, der Quelltext ist typischerweise nicht offen und wir haben ein Modell, dass wir in irgendeiner Form für diese Software bezahlen. Das ist ein weiteres Kriterium, wo wir sagen können, es gibt eine Unterscheidung zwischen Freeware und Commercial Software, das heißt, je nachdem, wie das Bezahlsystem sozusagen aussieht. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht jede Software, die uns nichts kostet, ist auch tatsächlich für uns insgesamt kostenlos, bloß weil ich jetzt kein Geld aus dem Portemonnaie holen muss oder keine Kreditkarte brauche, damit ich die Software nehmen kann,
heißt es nicht, dass es nicht ein Geschäftsmodell dahinter gibt, wie man trotzdem mit mir, mit meinen Daten Geld verdient. Ja, das heißt, ist es schon noch so zu sehen, dass auch kostenlose Apps, kostenlose Webanwendungen oder ähnliches, dass die oft ein Geschäftsmodell dahinter haben, was mit den Daten arbeitet. Apropos Daten, es gibt prinzipiell ein Spektrum von Anwendungen, die datenintensiv sind. Das heißt, die mit einfach sehr großen Datenmengen arbeiten müssen, die irgendwelche Datenbanken im Hintergrund haben, zum Beispiel, oder berechnungsintensive Systeme. Das heißt, wenn ich eine Primzahl berechnen will, dann ist das sehr wahrscheinlich eher ein aufwendiges Verfangen sozusagen. Es ist berechenaufwendig, oder wenn ich eine Verschlüsselung anwende, dann geht es da nicht um viele Daten, sondern es geht um algorithmisch relativ komplex, wie wir das Ganze, die Daten übersetzen oder Videos komprimieren oder ähnliches. Ist vielleicht so eine Mischung aus beiden. Wenn ich eine Anfrage an Google mache, und nach irgendeinem Schlüsselwort suche, dann ist es wahrscheinlich eher eine datenintensive Geschichte. Es gibt monolithische Software, aber auch verteilte Software. Was meinen wir damit? Monolithisch heißt, ich habe dieses eine Programm auf dem einen Rechnerknoten und das führt sozusagen alles aus. Verteilt wäre jetzt, ich habe eben eine Client-Server-Architektur, da werden wir noch ein bisschen später noch ein bisschen genauer drauf kommen, aber der Begriff ist ja durchaus vielleicht schon geläufig. Das heißt, ich habe irgendwie eine Anwendung, die läuft auf meinem System, auf meinem was auch immer, Tablet, Mobilfon. Und ich habe allerdings andere Teile der Software, die auch noch damit interagieren und die dann verteilt auf anderen Rechnerknoten sind. Dann gibt es Standalone und Integrated. Es ist so, dass irgendwie traditionell wurde Software immer einzeln entwickelt und wir sehen immer mehr, dass integrierte Software entwickelt wird. Das heißt, dass jemand schreibt nicht ein eigenes Programm, mit dem man irgendwie Webseiten anders anzeigen kann, sondern man schreibt ein Plugin für einen Webbrowser. Das ist dann integriert in diesen Webbrowser. Und genau das gleiche Prinzip sehen wir mit vielen anderen Systemen. Ja, also wenn ich im Microsoft Word spezielle Funktionalität brauche, dann gibt es irgendwie ein Plugin, was ich mir noch dazu holen kann. Und da ist dann eben die Funktionalität drin, die ich brauche. Gut, und dann gibt es noch die Frage sozusagen, ist eine Software tatsächlich, hat die ein Nutzerinterface, sei es jetzt ein grafisches Nutzerinterface oder auf der Kommandozeile, dass ich irgendwelche Befehle eingeben kann. Oder gibt es eher eine API, das heißt eine Programmierschnittstelle, über die andere Software jetzt Anfragen stellen kann. Und das sehen wir vor allem bei verteilter Software oder aber auch bei Software, die eben modularisiert wird in verschiedene Teile. Ein Beispiel wäre, ich brauche in meiner Software das Verschlüsseln von Software, das Verschlüsseln von Daten. Und dann nehme ich mir eine Bibliothek, die eine API anbietet, die verschiedene Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel implementiert. Gut, damit war das schon relativ ausführlich, ein Überblick, was ist eigentlich Software, was macht Software aus, was sind so Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Software, allerdings auch verschiedene Begriffe, die wir hier versucht haben einzuordnen, was der Unterschied zwischen Programm, Software, aber auch verschiedenen Arten von Apps. Im nächsten Teil möchte ich so ein bisschen eingehen, was hat eigentlich Software für einen Impact auf unser Leben, allerdings auch auf unsere Gesellschaft und ähnliches. Das heißt, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Bevor wir das allerdings machen, würde ich euch bitten, selber ein bisschen interaktiv was zu machen. Und zwar habe ich einerseits für euch einen Fragebogen vorbereitet, den ihr im Moodle findet. Da gibt es ein paar Fragen drin, die so ein bisschen zeigen sollen, wer ist auf welchem Stand eigentlich, jetzt wo ihr hier anfangt in dem Kurs, was habt ihr mit Software schon zu tun gehabt, wer hat schon programmiert, wer hat schon Programmierfehler verursacht. Und Stichwort Programmierfehler, und da werden wir auch gleich im nächsten Teil ein bisschen drauf kommen, da würde ich euch gern bitten, euch mal zwei Artikel dazu oder in einem Artikel so zwei Abschnitte anzugucken. Das ist in etwa so eine Seite, das heißt, es wird nicht lang dauern, das sich anzugucken. Ihr könnt natürlich auch gerne den ganzen Artikel lesen. Da geht es um einen Flugzeugabsturz und einen Raketenabsturz. Gut, dann jetzt, ist es Zeit, aktiv zu werden für euch und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Video.